drei Männer planen den Erfolg. Carsten Heil, Olaf Glase und Jens-Uwe Koch sind gemeinsam die Geschäftsführer des FPZ-Rückenzentrums Eschborn. Seit 2009 arbeiten sie hier fast ausschließlich nach dem bewährten FPZ-Konzept. Wir wollten eigentlich auch die bestmögliche Qualität immer bieten. Und das geht nur mit einer langfristigen Betreuung über 60 Minuten, wie es beim FPZ-Konzept auch dann gemacht wird. Jeder der drei hat vorher bereits in einem anderen FPZ-Rückenzentrum gearbeitet. Der Schritt in die Selbstständigkeit lag nahe. FPZ-Konzept hat uns die Möglichkeit geboten, ein funktionierendes Konzept sofort einzusetzen. Es gibt bestehende Verträge mit Krankenkassen. Die Leute kennen FPZ-Konzept zum Teil. Die Ärzte kennen FPZ-Konzept. Und daher ist uns der Einstieg oder für uns die Weiterführung mit FPZ-Konzept sehr, sehr einfach gefallen. Manche Patienten mit akuten Schmerzen behandeln die drei in einer angegliederten Praxis für Physiotherapie. Wir generieren mit dieser Privatpraxis ca. 10% des Gesamtumsatzes, wollen das aber auch nicht weiter ausbauen, weil unser Hauptziel die Bekämpfung der Ursachen für chronische Rückenbeschwerden ist. Und hierbei ist eben das FPZ-Konzept viel wirksamer und sicherer. Mit dem FPZ-Konzept hat man eine einzigartige Möglichkeit, die Dekonditionierung des Kunden zu messen und ihm auch anschaulich zu erklären. Er bekommt schwarz auf weiß gezeigt, welche Einschränkungen er hat und kann dadurch auch die Therapiemaßnahme viel besser nachvollziehen. Ein zentrales Erfolgsinstrument, die kostenlose Beratung der Patienten oder wie man hier lieber sagt, der Kunden im Rückenzentrum, aber auch in Unternehmen. Nur wenn wir zufriedene Kunden haben, empfehlen diese uns weiter. Und durch die hohe Qualität im FPZ-Konzept haben wir die Möglichkeit, eine unheimlich hohe Motivation des Kunden und Zufriedenheit herzustellen. Und der empfiehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Und das macht einen großen Kanal aus, aus dem wir unsere Neukunden generieren. Eine enge Kooperation mit Ärzten und Krankenkassen und eben Unternehmen rundet das Bild ab. Das FPZ-Rückenzentrum Eschborn. Eine gleich dreifache Erfolgsgeschichte.